Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein bisschen Inspiration für euch zum Thema Valentinstag und Muttertag. Valentinstag ist ja jetzt fast schon wieder in 4 Wochen soweit. Und vielleicht sucht ihr ja noch eine Geschenkidee oder auch ja, eine Geschenkverpackung, weil ihr könnt jetzt zum Beispiel diesen Korb ja selber häkeln und könnt dann auch noch was rein dekorieren, also ein bisschen Süßigkeiten oder Kosmetik oder je nachdem was anderes Liebes, je nachdem wen ihr beschenken wollt, und dann habt ihr hier gleich eine schöne Geschenkverpackung und der lässt sich dann auch schön verwenden im Bad oder so für kleine Handtücher oder so oder eben auch für Kosmetik. Also ich zeige euch jetzt, wie ihr diesen schönen Korb häkeln könnt. So, bevor wir loslegen, erzähle ich euch natürlich noch ein bisschen was übers Material und zur Größe. Ihr kennt das ja wahrscheinlich bereits, wenn ihr meine Videos anschaut. Ich nehme hier wieder mein Lieblingsgarn, meine Baumwollkordel. Und mit der arbeite ich einfach super gern. Und es ist jetzt wieder diese dicke Variante, die ist jetzt 9 mm. Und wenn ihr jetzt die verwendet, dann wird der Korb ungefähr jetzt so 22 cm breit und 22 cm hoch. Also wenn ihr in dieser Stärke arbeitet. Ihr könnt natürlich wie immer auch ein ganz anderes Garn verwenden, ein Textilgarn oder eine Strickschnur, ein Bändchengarn. Und je nachdem, wenn die Garnstärke dann halt dünner ist, passt ihr eure Häkelnadel an und das Körbchen wird dann entsprechend kleiner. Ihr könnt aber auch mal die Variante versuchen, ein Garn, wenn ihr ein dünnes habt, es doppelt oder dreifach zu nehmen. Das ist auch eine gute Variante. Es gibt auch eine schöne Optik. Also da seid ihr wieder frei und könnt kreativ sein, was das Garn angeht. Genau, und ich nehme hier die 9 mm Baumwollkordel und mache das mit einer Häkelnadel Nummer 15. Wie gesagt, wenn ihr ein anderes Garn nehmt, was dünner ist, dann passt ihr eure Häkelnadel an. Genau, wir fangen an mit einem Fadenring. Ach ja, was mir noch einfällt, ich habe jetzt ungefähr so 350 Gramm von dieser Baumwollkordel für den Korb gebraucht. Genau, noch das als Info für euch. Also, legen wir los mit einem Fadenring. Einmal hier über die linke Hand. Wenn ihr Rechtshänder seid, über die linke Hand, einmal hier so überkreuzen und dann mit der Häkelnadel hier so durchfahren. Ich zeige das immer noch mal im Detail für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal das Video sehen oder vielleicht noch nicht so oft einen Fadenring gehäkelt haben, deshalb zeige ich es noch mal ausführlich. Also dann hier so durch mit der Häkelnadel, so dass ihr jetzt eine Schlaufe habt und die müsst ihr jetzt so einmal fixieren hier und dann so umgreifen, hier festhalten und dann einmal den Faden holen und durch die Schlaufe an dem Fadenring ziehen. Das ist praktisch so eure Anfangsschlaufe und die fixiert den Ring und den kann man jetzt vergrößern und verkleinern. Also wenn das jetzt bei euch sich so bewegen lässt, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann passt es mit der Anfangsschlaufe. Genau. Und wir häkeln jetzt in diesen Fadenring, in diesen Magic Ring, häkeln wir 9 halbe Stäbchen. Und wenn ihr diesen Fadenring umhäkelt, müsst ihr immer darauf achten, dass ihr beide Fäden hier umhäkelt. Sonst könnt ihr den Fadenring später nicht festziehen. Und dann habt ihr eben in der Mitte ein größeres Loch. Und wir wollen aber, dass die Maschen dann zusammengehen in der Mitte. Deshalb ist es wichtig, beide Fäden hier zu umhäkeln. Also wir starten mit halben Stäbchen und beim halben Stäbchen, erkläre ich auch noch mal kurz, kommt vorher ein Umschlag auf die Häkelnadel und dann stecht ihr jetzt hier durch, also in den Faden rein, nach hinten, holt den Faden erneut und habt jetzt 3 Schlaufen auf der Häkelnadel und holt erneut den Faden und zieht jetzt gleich durch alle 3 durch. Genau, so wird ein halbes Stäbchen gehäkelt. Und das macht er jetzt noch 7 Mal, bis ihr insgesamt 9 halbe Stäbchen gehäkelt habt. So, das sind meine 9 halben Stäbchen. Und jetzt zeige ich euch das nochmal mit dem Faden
festziehen, also mit der Runde festziehen. Der Faden, wenn er den immer mitführt, der guckt jetzt hier raus und wenn er an dem zieht, gehen jetzt hier, schließt sich die Runde, schließt sich der Kreis und die Maschen gehen jetzt hier zusammen. Da könnt ihr richtig schön festziehen. Genau, so funktioniert das mit dem Magic Ring. So, und jetzt beenden wir die erste Runde mit einer Kettmasche und zwar hier in diesem Zwischenraum zwischen der ersten Luftmasche und dem ersten halben Stäbchen. Einfach Nadel einstechen, Faden holen und hier gleich durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen. So ist der Kreis jetzt geschlossen. So, und jetzt geht es weiter mit der zweiten Runde und jetzt häkeln wir Stäbchen und halbe Stäbchen, um unsere Herzform zu bekommen. Genau, ihr startet mit zwei Luftmaschen. Die brauchen wir, um auf die Höhe zu kommen von unseren Stäbchen. Und jetzt häkeln wir in diese Masche hier, in die erste, häkeln wir fünf Stäbchen. Also beim Stäbchen startet ihr auch mit einem Umschlag auf der Häkelnadel, stecht ein, holt den Faden, habt auch drei Schlaufen auf der Häkelnadel, holt erneut den Faden und zieht ihn aber nur durch die ersten zwei Maschen durch. Und jetzt habt ihr noch zwei Schlaufen auf der Häkelnadel und die werden jetzt mit einem erneuten Umschlag zusammen abgehäkelt. Genau. Und das wiederholt ihr jetzt, hoppla, bis ihr fünf Stäbchen in diese eine Masche gehäkelt habt. So. So, ich habe jetzt drei. Nummer 4 und Nummer 5. Ja. Haut die Nadel manchmal und das letzte. So. So sieht das jetzt aus. Nochmal kurz für euch. Das sind die zwei Steigluftmaschen am Anfang. So. Erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Stäbchen. Genau, das ist also unser erster Bogen für das Herz. Jetzt geht es weiter mit einem halben Stäbchen, also ein einzelnes, hier in den nächsten Zwischenraum rein. Ein halbes Stäbchen. Dann in die dritte Masche kommen jetzt zwei halbe Stäbchen, also in den gleichen Zwischenraum zwei halbe Stäbchen häkeln. So. Und nochmal. Ihr seht schon, es gibt jetzt schon hier den ersten Bogen und verjüngt sich jetzt, also geht jetzt wieder hier unten spitz zusammen an unsere Unterseite vom Herz. Und also hier jetzt nochmal zwei halbe Stäbchen. So. Und jetzt sind wir eben hier unten an der Spitze. Das müsste jetzt die fünfte Masche bei euch sein. Und da kommt jetzt wieder ein normales Stäbchen rein. So. Und da haben wir im Prinzip jetzt schon die Hälfte von unserem Herz. Machen wir weiter mit der anderen Seite. Und da häkeln wir jetzt im Prinzip genauso zurück. Wir haben jetzt hier unten in der Spitze das Ganze, also das normale Stäbchen und machen hier jetzt wieder weiter mit den zwei halben Stäbchen in eine Masche. Also hier zwei halbe Stäbchen in eine Masche und jetzt nochmal zwei halbe Stäbchen in eine Masche. Jetzt kommt ein einzelnes halbes Stäbchen. Das müsste jetzt die achte Masche sein. Und jetzt sind wir in unserer letzten Masche, also in der neunten. Und da kommen jetzt wieder diese fünf Stäbchen rein. Also die in zwei Schritten
abgemascht werden. Also ein Umschlag, einstechen, Faden holen und mit einem neuen Umschlag die ersten zwei Schlaufen abhäkeln und erneut dann nochmal Faden holen und die letzten zwei Schlaufen. So, das ist jetzt Nummer 3. Nummer 4 und Nummer 5. So, jetzt schauen wir uns das mal kurz an, ein bisschen in Form ziehen. So. So, nach dem letzten Stäbchen häkelt ihr noch eine Luftmasche. Und noch eine Kettmasche, und zwar in diesen Querfaden hier von dem letzten Stäbchen. Weil wir brauchen jetzt hier noch zwei Kettmaschen, um später dann die Korbwand an dieser Stelle häkeln zu können. Genau, und jetzt schließt ihr noch die Runde ab, und zwar mit einer Kettmasche, und zwar hier in die Mitte rein. Also praktisch, das sind ja unsere zwei Luftmaschen gewesen. Die Steigluftmasche, und jetzt hier in die Mitte häkelt ihr noch zum runden Abschluss eine Kettmasche. Also hier auch einstechen, Faden holen und gleich wieder durchziehen. Und dann ist der Korbboden für das Herz fertig. Und jetzt fangen wir an mit der Korbwand. Und da startet er jetzt die dritte Runde, erstmal auch mit einer Luftmasche, um auf die Höhe zu kommen. Und jetzt häkelt ihr feste Maschen einmal rundherum, und zwar immer in das hintere Maschenglied hier rein. Also immer hier in diesen hinteren Bogen. Das ergibt nämlich dann wieder diese Korbkante, wo wir dann später den Korb umstülpen, und dann praktisch wird das eine schöne gerade Kante. Genau, ihr häkelt jetzt einmal hier rundherum bis zum runden Ende. Also ganz normal weiter häkeln, ohne weitere Zunahmen, mit festen Maschen. Ich bin jetzt fast am runden Ende von der ersten Reihe von der Korbwand, und ich zeige euch jetzt nochmal hier den runden Abschluss, wo wir vorhin die Kettmaschen an dem Stäbchen dran gehäkelt haben. Also hier habe ich angefangen, das ist die erste Masche, und jetzt bin ich hier einmal rum und häkle jetzt noch hier die letzten zwei Maschen. Das zeige ich euch nochmal, damit ihr wisst, wie ihr die Runde abschließt und was die letzte Masche dann ist. Also hier nochmal rein, nochmal eine feste Masche. Diese hier ist auch nochmal zu häkeln. Also auch noch eine feste Masche. Das ist die Steigluftmasche, die wird jetzt nicht mehr gehäkelt, sondern ihr schließt jetzt ab mit einer Kettmasche, und zwar hier in diesen Zwischenrahmen. Das ist praktisch der Zwischenrahmen zwischen der Luftmasche am Anfang der Reihe und der ersten festen Masche. Und hier geht er durch, holt einmal den Faden und zieht gleich durch die Schlaufe auf der Häkelnadel. Und dann ist eure Reihe beendet. Genau, so sollte das jetzt ungefähr bei euch aussehen. Das wölbt sich jetzt schon so ein bisschen nach innen. Man kann den Korb dann umdrehen, aber jetzt häkeln wir noch die zweite Reihe von der Korbwand, also Runde Nummer 4. Und da beginnt er auch wieder mit einer Luftmasche, um nach oben zu kommen, und häkelt jetzt ganz normal feste Maschen weiter, und zwar ganz normal in den Zwischenrahmen, also nicht mehr in das hintere Maschenglied, sondern hier direkt in den Zwischenraum rein. Und auch die Maschen so häkeln, wie sie jetzt kommen, also keine weiteren Zunahmen oder Abnahmen. Genau, also einmal rundherum mit der Runde 4. So, ich bin am Ende von der Runde 4, also von der zweiten Runde von der Korbwand, habe jetzt hier die letzte feste Masche gehäkelt vor die Luftmasche am runden Anfang, und beende jetzt hier wieder mit einer Kettmasche
Und jetzt können wir den Korb einmal umstülpen, damit ihr auch mal von der Höhe her das seht. Theoretisch kann man den natürlich jetzt auch so lassen, weil man sieht schon die Herzform jetzt. Aber wir haben ja die erste Runde von der Seitenwand in das hintere Maschenglied eingestochen und deshalb kann man den jetzt umdrehen und somit gibt es eben durch dieses durch das Häkeln in das hintere Maschenglied gibt es jetzt diese schöne Kante. Und wenn er das jetzt umdreht, ist die Seitenwand jetzt ein bisschen gerader. Und hier zieht er das einfach ein bisschen in Form. Und da kann man das jetzt schön sehen, dass das ein Herz ist. Genau, aber das könnt ihr selber euch entscheiden, in welcher, ja, welche Seite ihr verwenden wollt vom Korb. Genau, jetzt machen wir noch eine Abschlussrunde und zwar mit Kettmaschen. Ich habe jetzt also einmal umgedreht, jetzt geht es hier in die Richtung weiter. Und zwar stecht er jetzt hier auch wieder in das hintere Maschenglied ein und holt den Faden und zieht immer gleich durch die Schlaufe auf der Häkelnadel. Und ja, das gibt jetzt nochmal eine schöne Abschlusskante. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch noch eine Runde dran häkeln, wenn ihr den höher haben wollt oder wenn ihr jetzt einen Garn verwendet, was nicht ganz so dick ist wie meine Baumwollkordel, dann braucht er vielleicht noch eins, zwei oder drei Reihen, um auf die Höhe zu kommen. Also bei mir ist er jetzt ungefähr 8 cm hoch und dann häkelt ihr einfach so in dem Stil weiter, also weiter feste Maschen nach oben, jede Runde mit einer Luftmasche beginnen und jede Runde mit einer Kettmasche beenden. Und dann könnt ihr zum Schluss hier die Abschlusskante mit den Kettmaschen noch häkeln. Genau. Also da könnt ihr kreativ sein. Ja. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr einen schönen runden Abschluss bzw. einen fast unsichtbaren runden Abschluss hinbekommt. Und zwar einfach jetzt hier ein paar Zentimeter übrig lassen und dann einfach die Schlaufe hier oben oder den Faden oben rausziehen. Den nehmt ihr jetzt und zieht ihn von vorne nach innen hier durch den Zwischenraum vor der ersten Kettmasche. Also die nächste Masche, die ihr hier seht, einfach da nach innen ziehen. Und jetzt zieht ihr den von oben wieder durch die Masche durch, wo er rausgekommen ist. Also hier oben rein und dann nach innen. Und so sieht das nämlich schön sauber aus und sieht aus wie eine Masche. Also man sieht hier gar nicht, dass hier die Runde zu Ende war. Genau. Und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch die Fäden zu verwahren. Hier in der Mitte, falls es noch ein bisschen größer sein sollte, das Loch von dem Fadenring könnt ihr hier nochmal schön festziehen. Genau, und dann nehmt ihr einfach, je nachdem, was ihr für einen Garn jetzt verwendet, entweder eine Wollnadel oder eben eine kleine Häkelnadel, weil so eine dicke Wollnadel für das Garn gibt es nicht. Ich mache das dann immer mit einer kleinen Häkelnadel und dann zieht ihr das jetzt einfach hier so durch. Also man kann auch, je nachdem, wenn das Garn richtig dick ist und man hat jetzt keine kleine Häkelnadel, kann man sogar mit den Fingern jetzt hier durch die Maschen das ein bisschen durchziehen. Das macht er einfach so nach Gefühl, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links und dann schneidet er einfach den Rest ab und fertig ist euer Körbchen in Herzform. Also ihr könnt es jetzt noch so ein bisschen in Form ziehen, je nachdem, was ihr halt für ein Garn verwendet. Es sollte halt was Stabiles sein, also so ein ja, stabiles Textilgarn oder so eine Strickschnur eignet sich vielleicht ganz, also am besten dafür, weil das Körbchen soll ja ein bisschen Halt haben und ja, deshalb braucht es da ein stabiles, ein festes Garn. Okay, ich hoffe, ihr hattet Freude damit und ihr habt jetzt Lust, es nachzuhäkeln und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Anleitung und natürlich dann ja, beim Verschenken von dem schönen Körbchen zum Valentinstag oder zum Muttertag. Noch eine kleine Anmerkung von mir, wenn ihr
und euch fragt, wo ihr das Garn jetzt herkriegt, wenn ihr den Korb genauso häkeln wollt, dann verlinke ich euch meinen Shop, meinen Etsy-Shop und auch meinen Webshop, weil da gibt es nämlich das passende Do-It-Yourself-Häkelset dazu, also genau das Garn so, wie ihr es hier seht. Könnt ihr auch ein paar Farben auswählen. Ihr kriegt die Häkelnadel dazu und noch auch mal eine Anleitung, dann so ein Anleitungsheft oder eben in Papierform. Und da habt ihr alles beisammen und könnt gleich loslegen. Also dann viel Spaß und bis bald.